Thank you.
Sharing is caring. Paillette geht immer wird Ihnen stark schön präsentiert von Brulette, dem Haarspray der Stars. Herzlich willkommen im BKA-Theater, dem Theater eures gesunden Menschenverstands. Und begrüßt jetzt mit mir zusammen mich selbst, die einzigartige, wunderschöne und schlanke, sehr stark schlank, Jurassica Barker. Das geht runter wie Öl. Oh, herzlich willkommen im BKA-Theater. Hier heute am 17., jetzt schon fast 18. Oktober. Wir sind ja schon am 18. Oktober. Ich hatte, liebe Zuschauer, auch zu Hause an den Livestreams. Hallo, willkommen auf Facebook, auf YouTube und auf meiner Webseite, auf diversen Channels. Ich werde das nachher gleich nochmal richtig sagen, wo ihr mich alle sehen könnt. Herzlich willkommen hier im Studio. Wir haben heute wieder Live-Publikum, trotz der Sperrstunde. Und wir schenken heute keinen Alkohol aus. Das ist wirklich dramatisch, muss ich sagen. Was soll man machen? Ich finde das wirklich ein bisschen bizarr, ehrlich gesagt, weil ich habe noch nie eine Show erlebt, in der ich nüchtern bin und mein Publikum. Das wird jetzt auch ein Verhaltensexperiment. Wir werden sehen, ob hier heute jemand lacht oder ob meine Show einfach nüchtern sowas von beschissen ist, dass ich dort dann gleich lassen kann. Wir werden sehen. Ich habe immer noch meine Sober Oktober, wie schon vor 2 Wochen. Ich habe ja so eine Haarsträhne, die nervt, weil ich habe so viel Lipgloss schon wieder drauf. Und der zieht schon wieder Fäden. Und da bleiben immer die Haare drin hängen. Aber gut, ich kriege das irgendwie hin. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig heute schon wieder. Und deshalb, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Habe ich mich gerade ins Nirvana gequatscht. Ach so, ich habe ja gerade meinen Sober Oktober. Das bedeutet, ich saufe nicht. Und das ist jetzt schon die 3. Woche. Und ich muss sagen, es macht mir immer noch unheimlich viel Freude. Das sollte jeder mal ausprobieren, weil man schafft dann so viel. Also ich stehe dann halt morgens auf und bin nicht verkatert. Das ist ein ganz ungeahntes Gefühl, aber wirklich auch ein Hochgefühl. Also ich errate es nur jedem mal im Publikum, es mal auszuprobieren, ohne Sekt zu Rande zu kommen. Hier heute bei Paillette geht immer. Ich hatte Geburtstag gehabt und ich sehe, ich habe hier, ich denke mal, Geschenke bekommen für mich. Zum Beispiel, ach, ist das süß, zum Beispiel ein Paillettenkissen. Ich weiß nicht, von wem das ist hier aus dem Publikum. Möchte der oder diejenige, was? Karte. Ach so, ach, da ist eine Karte. Deine Eltern haben gebumst, alles Gute zum Geburtstag, ja. Das ist schon mal schön. Die gibt's bei Brunos, oder? In der Maaßenstraße. Herzliche Grüße an die BetreiberInnen von Brunos. Deine treuen Liedertrien, Fabian, Dominik, Felix, Ruben und Josef. Das sind meine treuen Liedertrien. Alle im Livestream. Ihr seht die nicht, aber das sind so Fetischschwule. Die haben immer so Lederklamotten an und wenn man in die Ecke kommt, dann riecht das so nach männlichem Bullenleder. Da wird man immer gleich geil. Deshalb versuche ich so oft wie möglich da vorbeizugehen. Wie schön, aber so ein, ach warte mal, ist das so ein Kissen mit so Wendepaillette? Oh, ach nee, ach Gott, ist das süß gestaltet. Da ist ja ein Foto von mir und meinen Ledertrinen drauf. Oh, das ist aber ein Applaus wert. Das ist aber ein Applaus wert. Ist das süß? Ach, da kann man also Pailletten mit einem Foto bedrucken lassen. Das ist ja unheimlich spektakulär. Was es alles gibt. Aus China bestellt wahrscheinlich, ne? Nee, aber das wird tatsächlich, gehört das jetzt zu meiner, zusätzlich zur Bühnendekoration. Das werde ich jetzt immer mit auf der Bühne haben, weil das ist so süß gestaltet, da freue ich mich. Vielen Dank.
Ich werde es jetzt erstmal, ach, da, und da unten sind ja auch noch Blumen vom BKA-Theater. 41 Rosen, nur für mich. Freue ich mich auch. Ach ja, das Kissen liegt da auch noch. Und dann habe ich hier noch einen Peniskuchen. Da frage ich mich, guck da, oh, warte mal, kann ich den anheben? Oder? Nein, ich kann den nicht anheben. Ach, der ist auch von den Ledertrien. Ach, das ist aber, ihr habt aber auch zu viel Zeit, oder? Das ist ja toll. Also, das kann man jetzt nicht so sehen. Das ist ein Kuchen mit einem sehr großen Penis und die Sackhaare sind aus Schokoladenstreuseln. Und dann habe ich jetzt hier aber anscheinend, ach so, nee, ist da noch ein Sahne-Ding? Das, was macht man damit? Da kommt dann Sperma aus dem Schwanz. Jetzt wirklich? Soll ich da raufdrücken? Svenny, kann die Kamera das einfangen? Was? Die ganz außen, die. Okay, dann sieht man hier auch die Peniseichel. Das ist sehr schön. Dann, warte mal, dann du. Oh! Lecker. Svenny, an der Technik heute. Svenny, der nackte Svenny. Und an der Technik ebenso und auch zuständig für die ganzen Livestreams und die Livestream-Betreuung, die wunderbare Julia. Schön, dass du auch da bist. So. Svenny, jetzt ist was auf den Teppich gekommen. Ist das schlimm? Ja. Dann müssen wir die Show jetzt abbrechen. Das war's dann. Oh, Svenny, danke schön. Dann kann ich jetzt auch mal ein bisschen geil putzen. Kleinen Moment. Warte mal. Ach Gott, ich komme ja gar nicht so weit runter. Warte mal. So. Ach Gott. Ja, warte mal. Svenny. Das ist sexy jetzt gerade, oder? Warte mal, hier. So. Ich habe es versucht, so gut wie möglich wegzumachen. Ich muss halt auch mal wieder anfangen mit Sport. Ich merke gerade, ich bin so ein bisschen unterdehnt im unteren Beinbereich. Aber gut, was soll man, im unteren Beinbereich. Ja. Gut, ihr süßen Mäuse, dann habe ich jetzt, glaube ich, schon erstmal alles gesagt. Ich bin wahnsinnig beschmattert jetzt von diesem Sperma. Es ist ja fürchterlich. Wie immer einfach an der Hose abwischen. So, bevor ich meinen fantastischen Gast heute begrüßen werde, habe ich natürlich wahnsinnigen Durst. Und es gibt heute wieder den wunderbaren, wie Rattenpisse schmeckenden Rotkäppchen alkoholfrei. Das ist lecker, das ist geil. Aber trotzdem, das Geräusch bereitet Lebensfreude. So, jetzt mal kurz 30 Sekunden Auszeit. Bisschen in mich gehen. Ich frage mich jetzt selbst, finde ich das heute gut eigentlich hier oder nicht? Ich weiß es noch nicht so genau. Oh, es ist immer sehr viel Schaum. So, schon wieder alle. Immer noch Piccolo-Flaschen hier im Rauschgold, sage ich schon, im BKA-Theater. Was soll man machen? Ich warte kurz, bis der Schaum fertig runtergezogen ist, weil ansonsten kann man das nämlich gar nicht trinken, die Rattenpisse. Freue ich mich. Würde jetzt einfach dann auch schon mit meinem Gast beginnen, damit wir so viel Zeit wie möglich mit meinem Gast hier auf der Bühne haben. Ich habe einen kleinen Vorstellungsvideo-Einspieler vorbereitet. Svenny, Mats ab! Mein heutiger Gast kann ganz viel. Er ist Schauspieler, Sänger und Tänzer, was man ebenso fürs Musical an Handwerkszeug benötigt. Außerdem ist er Regisseur und bringt selbst Programme auf die Bühnen der Welt. Ein 1000-Sasser im Kompaktformat. Und außerdem hat er einen sehr stark knackigen Po. Wo und wie wir uns kennengelernt haben, werden wir natürlich auch noch klären. Alles, was ich will, doch
dich darf ich nicht sehen. Manchmal wünschte ich mir beinahe, ich hätte nie gespürt, wie tief Liebe gehen kann, aus der kein Ausweg führt. Und ich will unbedingt Karaoke mit ihm singen. Endlich mal jemand, der meinem Gesangstalent wirklich gewachsen ist. Herzlichst willkommen bei Paillette geht immer, Michael Heller. Setz dich, Michael Heller. Michael Heller. Schön. Hi. Du hast Paillette angezogen. Ja, ich hatte heute extra gefragt, irgendwelche Wünsche. Ja. Und du hast gesagt, natürlich Paillette. Paillette geht immer. Dann bin ich extra in meinen Kostümfundus gefahren und habe so eine Paillettenjacke Ach so, da. Ach so, was für ein Kostümfundus denn? Ja. Für eine Show, die ich gerade produziere, beziehungsweise Choreografie und Regie und so weiter. Gut, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genau. Du greifst jetzt schon wieder vor, ne? Jetzt komm erst mal an. Du fragst ja, woher. Ja, gut, entschuldige bitte. Also, möchtest du auch einen alkoholfreien Sekt vielleicht trinken? Ja. Ja? Hab ja noch eine Flasche bei. Ja, die eine ist ja schon alle, ne? Du hast jetzt leider nicht so ein schönes großes Glas wie ich, aber du bist ja auch ein kleiner Mann und ich bin eine große Frau. Von daher, so, komm her. Oh, du hast aber ein ganz süßes Glas mit so Kristallschliff. Ja, sieht wahnsinnig russisch, sieht das aus, muss ich sagen. So, warte mal, wir müssen ja gleich nochmal anstoßen. Michael Heller, du bist 36 Jahre alt, habe ich recherchiert im Internet. Was? Nein. Ja, glaubt man gar nicht. So, das war's schon, mehr kriegst du jetzt nicht, meine Güte. So, dann lass uns da erstmal anstoßen, mein Schatz. Ach Gott, auf dich. Yes. Alles Gute nochmal. Ja, da steigt das immer so in die Nase, furchtbar. Vielen Dank. Ja, ist gut. Haben wir jetzt abgeklärt. Michael, warte mal. Ich muss jetzt ganz kurz noch, bist du im Internet viel zugegen? So YouTube, hast du auch einen YouTube-Kanal? Bist viel auf Facebook, Instagram? Genau, heißt überall Musical Michi. Musical Michi, genau. Süß. Mittlerweile, ne? Überlege ich das vielleicht mal zu ändern, weil es ist 10 Jahre schon her, dass ich diese Sachen angefangen habe mit so YouTube und so. Und ich weiß noch, wie meine Kollegen mich damals dafür ausgelacht haben. Was, du machst YouTube-Videos und so weiter. Ach so, ja. Und da hast du Musical Michi, ist ja auch ein bisschen peinlich, der Name jetzt, wenn man halt dann jetzt... Ne, wenn man jetzt ein alter Sack ist, oder was wolltest du gerade sagen? Nee. Das habe ich nur gedacht, was würde ich niemals sagen. Nina, einfach, ich meine, das hört sich halt recht unseriös an, muss ich mal sagen. Ja, früher so war ich ja noch so jung und sportlich und agil. Ach so, und so. Und ich auch, ja. Das war lange, lange her. Gut, aber Musical Michi... Aber Musical Michael hört sich jetzt auch irgendwie öde an. Wie wär's aber mit dem Michael Heller? Kann man sich auch einfach mit deinem echten Namen... Und jetzt halte ich fest, ich hatte sogar mal diese ganzen Accounts bei Instagram mit Michael Heller. Ja. Dann habe ich das auf Musical Michi geändert und dann... Und dann ging es richtig ab. Dann ging es richtig ab. Durch aber jetzt kriege ich diesen Namen ja nie wieder zurück, weißt du? Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Ja, das tut mir jetzt leid. Dann weiß ich auch nicht, was ich dir jetzt raten soll. Michael, ich wollte eigentlich, du quatschst schon wieder so wahnsinnig viel. Wollte ich doch eigentlich nur gerade was sagen. Aber gut, es ist süß. Red einfach weiter, ich unterbreche dich dann weiter. Ja? Ihr könnt heute wieder ganz, ganz viele Fragen an meine Gästin, an meinen Gast. Und zwar auf YouTube und auf Facebook. Und wir haben so ein Programm und das schmeißt alles zusammen. Hier sieht man es gerade, vielen Dank, Svenny. Wir werden zwischendurch immer mal wieder reinschalten in die Fragerei. Wir können mal gucken, ob es jetzt schon wegen dir esse ich um diese Zeit nur noch eine Wurstpfanne. Gut. Michael, ihr könnt natürlich... Und ich bitte darum, weil ich hatte Geburtstag und ich brauche ganz dringend neue Schuhe. Ihr könnt natürlich auch freiwilligen Tickets kaufen im Netz für diese Streamshow auf der BKA-Webseite. Das sieht man hier. Ich muss kurz meinen Zeigepenis holen, um das hier auch nochmal zu zeigen. Die Julia postet das hier nämlich rein. Und da könnt ihr in variabler Höhe euch ein Ticket holen. Und es geht hier direkt ans BKA-Theater, das natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten immer wieder Unterstützung braucht. Weil das ist kein subventioniertes, ein privates Theater. Und wir machen weiter. So,
Wer lacht denn da so blöd? Kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ein ernstes Thema gerade und du lachst dich scheckig. Falco, jetzt sehe ich gerade Falco. Ich habe gerade gespuckt. So, Michael. Ich quatsch mich gerade ins Nirvana. Mein Schatz, du bist 36, du bist in Paderborn geboren. Genau. Oder in so einem ganz kleinen Kaff bei Paderborn, das heißt Büren. Hallo an meine Mama und so weiter aus Büren. Die Mama. Die wird das definitiv verfolgen heute. Und ja, ist sie so spät noch wach, die, ja? Ja, die ist mega stolz auf alles, was ich mache, da im Internet besonders. Sie zwingt mich förmlich dazu, du hast schon lange nichts mehr gepostet, mach mal wieder. Und, ach, süß. Also die wird definitiv heute Abend da vor ihrem Laptop hängen in Büren und zuschauen. Hat man da schon Internet in Büren, da hat man jetzt auch Internet, ja. Toll. Da, also dann... Liebe Grüße an die Mutter, an die Frau Mutter. Ich habe tatsächlich gesehen auf deinem YouTube-Kanal, da warst du bei deiner Mutter in so einem süßen kleinen Häuschen und da habt ihr irgendwie Geflügel vorbereitet zu Weihnachten. Ja? Ja, es ist im Internet, das kann jeder sehen. Jetzt sei doch nicht so überrascht. Nichts, ne? Ja, wir haben tatsächlich Hühner, aber dass wir das vorbereitet haben, weiß ich. Ich esse ja kein Fleisch. Ach wie, ihr habt Hühner und die schlachtet ihr dann, um die zu fressen? Nein. Nein, das sind nur Eierlegemaschinen sozusagen. Und das Huhn, das war vom Supermarkt? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie alt das Video ist, aber ich esse ja schon seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr, deswegen habe ich es bestimmt nicht vorbereitet. Nee, du hast auch gesagt, du isst normalerweise kein Fleisch, aber zu Weihnachten isst du mal Fleisch. Das kann sein, das kann sein, das ist gut. Du weißt selber gar nicht mehr, was du so online stellst, merke ich. Du wie bei dir, viel. Das ist wie bei mir. Gut, dann bist du, Weltmeisterin im Rope-Skipping, richtig, oder wie das heißt? Ist aber schon eine Weile her, tatsächlich. Weil, also du springst Seil. Richtig. Warum? Also wie kommt man darauf, als jugendlicher Mensch Seilspringen zu machen? Ich bin so ein Turnhallenkind, ja, ich bin... Ach so. Ja. Wie äußert sich das, ein Turnhallenkind zu sein? Man geht nach der Schule zum Sport, weil die Eltern auch wahrscheinlich keinen Bock haben auf einen. Ah ja, weil du so anstrengend warst. Ja. Kann gut sein, ja. Und da habe ich angefangen damit Turnen und so weiter. Und ich weiß, zu der 800-Jahr-Feier dieses Ortes Büren, da haben wir von der Turngruppe eine Seilspringen-Performance gemacht. Ja? Süß, Da war ich, glaube ich, 8 oder so. Ja. Und dann ist es dabei irgendwie geblieben. Dann wurde das so einmal in der Woche gemacht, so eine Hobbygruppe. Und irgendwann habe ich dann mit 14 angefangen, diese Gruppen zu übernehmen und so zu leiten. Und bin damit um die ganze Welt getingelt und habe da Gigs überall gemacht und in Australien Wettkämpfe und so weiter und so fort. Wäre sogar fast mal bei Cirque du Soleil damit geendet. Das sage mal. Aber dann habe ich mich doch für die Musical-Karriere entschieden. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Also das ist ja wirklich wahnsinnig bizarr. Mit so Seilspringen. By the way, Seilspringen. Ich habe dir natürlich auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Och nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was denn? Ja, du darfst es selber auspacken. Och, ist das süß gestaltet. Guck mal, wie schön auch die Verpackung schon ist. Das ist so gefaltetes Öko. Habe ich selbst gefaltet. Hast du selbst gefaltet, ja? Während du Springseil springst, faltest du gerne Tüten. Das habe ich im Internet gesehen. Das ist wirklich ganz toll geworden. Und was ist da jetzt drin? Kann die Kamera das einfangen, Svenny? Es ist eine wahnsinnig süße Verpackung schon. Und dann ist hier... Ach, ich wusste ja, du darfst keinen Alkohol heute trinken. Deswegen habe ich dir nochmal... Hobby Bubble, no Alkohol. Kohlensäurehaltiger Meerfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten. Das ist Katzenpisse und das Rattenpisse. Vielleicht passt es ja ganz gut zusammen. Nein. Ja? Süß, vielen Dank dafür schon mal. Ach, guck mal, sogar mit Schraubverschluss für die Kinder, damit ihr es auch aufbekommt. Oh! So, möchtest du auch ein kleines Stück? Ja, gerne, da müssen wir jetzt beide. Ja, da musst du jetzt auch durch, warte mal. Oh, super. Sieht sehr süß aus. Das ist Rosé. Moet Rosé. Ding-Döngchen. Oh, das stinkt schon wie Sau, ey. Obwohl, ehrlich gesagt, schmeckt der alkoholfreie Sekt dadurch schon viel besser, muss ich sagen. So, und dann? Ach, ich dachte erst, das sind Mikrofone. Nee, das ist ein Springseil. Das ist ein Springseil. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir in Corona-Zeiten war, aber bei mir
Da bist du immer wieder dann ganz viel Seilspringen angesagt nach den Lockdown-Monaten. Deine Nachbarn werden sich gefreut haben unter dir, wenn du, ja, springst du in der Wohnung dann? Nee, oder? Nee. Nein. So auf dem Hof, aber, oder beim Sport, je nachdem. Ach, das ist ein professionelles Seil? Ja, ein professionelles. Ich weiß nicht, ob das von der Länge stimmt, weil du natürlich jetzt ein paar Zentimeter größer bist als ich. Also es wirkt sehr lang, als ob ich irgendwie 3,50 Meter groß bin. So, jetzt pass aber auf, dass du den Laden hier nicht auseinander nimmst. Hier, pass auf. Ja, ich kann das wahrscheinlich eh nicht machen, weil da Svenny, ist so ein Ding, ja. Der Svenny wird wahrscheinlich dann, der wird Blut und Wasser schwitzen. Aber guck mal, die Länge ist doch gar nicht so. Wäre die Länge okay? Ja. Und dann ist das hier so süß gestaltet, weil das ist mit so, ach, das ist ja toll. Dann geht's richtig schnell. Oh. Ich trau mich halt nicht wegen der Decke, weil das BKA ist ja nur 2,50 Meter groß. Ich wollte ja immer schon mal, dass ich in so einer Muschel hier runterfahre, wie die Kylie Minogue. Aber das geht halt noch nicht. Aber wir warten halt nach dem Lockdown, bauen wir oben an, dann mieten wir die obere Etage auch noch. Da ist ein Dach, na egal. Michael, ich würde es jetzt gerne probieren, aber es geht halt nicht, Svenny, oder? Doch. Einmal schaffst du's. Oh. Das fängt ja schon mal gut an. Warte mal. Yes. Ja! So, Weißt du, ganz ehrlich, die klatschen auch über alles da unten. Das ist ja, das ist immer wieder faszinierend. Vielen Dank, das ist bestimmt recht teuer, oder? Nein? 1.500 Euro. Darf man nicht sagen. Knapp. Knapp drunter noch. Knapp drunter, ja. Also das heißt, ich sollte jetzt, wie fange ich an? Kann ich das selber beginnen oder muss ich da in so eine Gruppe auch gehen? Nein, du kannst das selber beginnen. Gut. Und lass dir was gesagt sein, Seilspringen, 10 Minuten Seilspringen ist ungefähr so effektiv wie 40 Minuten Joggen. Ach was. Ja, na klar, weil du den ganzen Körper irgendwie aktivierst, ja, die Koordination und so muss stimmen. Ja. Das heißt, man verbrennt viel mehr Kalorien als stures Laufen. Ich weiß ja, du läufst unheimlich viel. Ne? Ich habe das Laufen ja erfunden. Wir sind auch zusammen gelaufen bei diesem March da vor ein paar Wochen, weißt du noch, wegen für die Künstler. Ach, da warst du auch? Da haben wir dieses Date hier ausgemacht. Ach so, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Oh. Da war ich betrunken. Ach so, ja gut. Nee, ich kann mich schemenhaft daran erinnern. Ach, da haben wir das ausgemacht, tatsächlich. Genau. Deshalb hatte ich deine Nummer auf einmal in meinem Handy. Ich habe mich schon gefragt, woher die kommt. Das war dann der, okay, gut, lass uns einfach weitermachen. Mir ist gerade sehr unangenehm. Michael Heller. So, und dann nach deinem Seilspringen, der vertanen Karriere als Seilspringerin, dann hast du Musical-Ausbildung gemacht. Genau. Ja? Das macht man so 4 Jahre etwa. Und dann fängt man morgens um 9 Uhr mit Ballett an und hört abends um 11 Uhr mit Schauspielunterricht auf. Kannst du noch so, bist du noch so ballettös unterwegs? Kannst du noch so Dinge? Nee, gar nicht, weil das braucht man. Aber musst du viel tanzen auf der Bühne? Ja, schon, tatsächlich. Ja? Jetzt bin ich ja so als Sportler und als Tänzer da angefangen in diesem Studium. Ich weiß noch genau, wie damals meine Mitstudenten gesagt haben, ich bin so der Tänzer. Und ja, der kann nicht singen und so weiter. Das war für mich allerdings auch ein bisschen so ein Struggle. Ich komme eher so echt aus so einer sportlichen Richtung, Turnhallenkind halt. Turnhallenkind, das ist ein Wort, das werde ich nie wieder vergessen. Und danach, als ich dann fertig war mit meiner Ausbildung, habe ich nie wieder irgendwie eine Tanzrolle gehabt, sondern eigentlich immer nur Gesangsrollen. Ja. Von daher habe ich dann auch mich ein bisschen faul geworden, muss ich ehrlich sagen, und habe nicht mehr so viel getanzt. Hast ja auch ein bisschen zugelegt, hast du von dem Backstage gesagt, ne? 8 Kilo zugenommen. Aber ich habe 4 wieder runter. 4 wieder runter. Mhm. Kannst du bitte kurz aufstehen und ich bin jetzt einfach mal sexuell übergriffig. Wow. Zeig mal deinen Arsch in die Kamera, weil du hast einen geilen Arsch. Dreh dich mal um. Stell dich mal hin. Na komm, stell dich mal hin. Guck mal. Hat der einen guten Hintern in der Hose, oder? Ist ein Applaus wert. Das war mega mäßig, der Applaus jetzt hier. Ja, das war eigentlich für dich spannender als für die Leute wahrscheinlich. Muss ich sagen. Was ist denn hier los? Ja, weil die alle noch nüchtern sind. Ja. Da gehen halt so zotige Witze gehen dann halt nicht. Ne? Bevor wir... Was? Ohne Hose. Oh. Ohne Hose. Ja. Nach dem Livestream, ja? Nach dem Livestream ziehen wir uns alle aus und dann wird so richtig schön gefickt, liebe Damen und Herren. Und exklusiv Geschlechter. So, Michi, deine Mutter guckt zu. Liebe Mutter. Das Kind ist in Berlin, da müssen Sie jetzt leider durch. Aber Grüße nach Büren.
Wir gucken kurz mal nochmal in die Kommentare, bitte, lieber Svenny. Sportlich, sportlich. Und das sind High Heels. Achso, die meinen mich. Ja gut, sportlich ist was ganz anderes, aber gut. Paderborn und Umgebung sind doch stark katholisch. Wie überlebt man das als Heranwachsender schadenfrei? Bist du katholisch? Ja, ich bin katholisch gewesen. Oh, ich bin dann irgendwann aus der Kirche mal ausgetreten. Ja, ja. Aber ich bin auch wie echt zur Kommunion und so weiter gegangen. Das muss man irgendwie so mitmachen da. Muss man mitmachen. Aber ich war nie Messdiener. Da war ich immer mega stolz drauf, weil alle waren eigentlich immer Messdiener, nur ich habe es nicht gemacht. Und warum hast du es nicht gemacht? Weil du mit dem Seilspringen. Weil Seilspringen, ja. Genau. Ja. Das ist alles ging irgendwie. Das ist eine tolle Ausrede für alles, das Seilspringen. Ne? Also wenn du auch mal eine Klausur nicht schreiben wolltest, Seilspringen. Richtig. Ja, so. Ja, toll. Tatsächlich mit so Lehrern, da gab es immer wieder, wenn ich so, weil ich war ganz viel in der Zeitung dann auch natürlich, weil in Büren, wenn man da irgendwie was erreicht, dann ist man immer irgendwie so präsent, ja. Und da hatte ich immer gute Ausreden auch so vor Klausuren, so ich konnte nicht so viel lernen, ich war bei dem Wettkampf und da und da. Und das haben die dir abgenommen auch, ja? Ja, nicht immer, aber manchmal. Michael hat mal bei TDV im TDW mitgemacht, Tanz der Vampire im Theater des Westens, das sind die Profi-Abkürzungen hier, sind die Hardcore-Fans. Da, wo auch Frau Parker mal im Interview mit Veit Schäfermeier war. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir uns auch kennengelernt und ganz zufällig, als ob... Aesop, Luxus und ich das besprochen haben. Ich habe einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, als wir uns kennen. Ja, ja. Ihr habt heimlich getrunken, oder? Riecht das? Ja. Ich habe einen kleinen Ausschnitt. Der Penis, der interessiert dich, ne? Ja, ja, der ist super. Kann man, also kurze Frage an die Ledertrin, kann man den auch essen, den Kuchen? Ja? Ja, ja. Ja? Schmeckt der auch? Schokovanille. Oh, geil. Oh. So, Michi, ich habe einen kleinen... Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, als ich zwei... Was? Er sagt gerade, du sollst in die Eichel beißen. Ja, aber das mache ich erst am Ende der Show, weil ich möchte ja noch schön aussehen. Ja. Aber ich beiße dann in die Eichel ganz zum Schluss. Okay, alles klar. Ich war nämlich 2013 für mein Online-Magazin Attraktiv, das Star-Magazin im TDW bei TDV. Richtig. Und habe deinen Kollegen Veit Schäfermeier interviewt und du warst nämlich der Alfred in dem Stück. Mhm. Das ist der Assistent von dem Professor Ambrosius. Genau. Ja. Und ist das alles gut behalten? Ja, ich habe mich vorher nochmal informiert. Merkt mir doch nicht jede Scheiße, ganz ehrlich. Und ich habe einen ganz, ganz kleinen Zusammenschnitt für dich vorbereitet oder für euch vorbereitet. Wer mein Magazin von früher noch nicht kennt, ich werde euch gleich noch sagen, wo ihr die ganz tollen Videos alle gucken könnt. Svenny, Mats ab! Das klappt super heute. Ach, es ist Donnerswoch. Hier ist Attraktiv, das Daumagazin. Ich bin Jurassica Parker und Musical-Fan. Und war deshalb letzten Donnerswoch schon für euch hinter den Kulissen der Produktion Tanz der Vampire im Berliner Theater des Westens. Wir gehen da jetzt mal rein, weil ich habe nämlich neulich mit einem der Hauptdarsteller gebumst aus diesem Musical, mit dem Veit. Und der hat mich eingeladen, ja. Und der führt uns jetzt mal ein bisschen rum. Wir sind jetzt hier auf der Bühne. Jetzt erklär mir doch mal bitte kurz, wo ist denn jetzt das Publikum eigentlich? Das ist da. Na, sag mal, der, komm mal mit, der Raum, der ist ja, der Zuschauerraum, der ist ja eigentlich kleiner als die Bühne. Ja, natürlich. Kann man da in die Särge mal reingucken? Da sind ja gar keine Vampire drin. Wir sind unterwegs. Oh. Leute, so haben wir nicht gewettet. Wo sind die Vampire? Und das ist aus, was für Material? Aus Gruftmaterial, aus echtem Gruftmaterial. Das ist ja sehr schwierig zu importieren, habe ich neulich gesehen. Wie macht ihr das? Woher kommt das ganze Geld? Ist hier Mafia mit im Spiel? Die Karten sind sehr teuer. Ach, die Karten, natürlich, die Karten sind sehr teuer. Hier riecht's total komisch, ne? Hier riecht's so nach Friseur, finde ich. Das kann passen. Du, da würde ich mal jetzt einfach mal alle Perücken einfach mal aufprobieren. Sehr gern. Liebe Leute, sind wir schon on? Also jetzt für alle, die jetzt erschreckt sind. Ja, ich bin ein Mann und ich trage Perücken. So, warte mal, jetzt der Mann, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, Rosvaldo, der setzt mir jetzt eine Perücke auf. Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich sehe bestimmt sexy. Oh Gott. Ach Gott. Warte, ich muss mich mal kurz umdrehen. Ja,
Ja, man braucht halt ein Gesicht für so eine Perücke, ne? Es ist halt jetzt nicht so meins. Schön bei euch. Liebe Zusehende, wenn ihr das, die ganzen Videos gibt es natürlich in meinem YouTube-Kanal Jurassica Parker. Das erste Video findet ihr unter, ich habe es mir extra aufgeschrieben, https://youtube.be/sxrfsyaorko und den zweiten Teil unter, warte, https://youtube.be/higihpn2apm. Viel Spaß dabei. Micha, wie war das damals? Tanz der Vampire, das ist ein großer, großer Hit. War das für dich was Besonderes, da mitzumachen? Oder ist es so wie jedes andere Musical? Am Anfang habe ich so erst gedacht, ja, ich mache das mal. Und ich war nie so ein riesen Fan von dieser Show. Tatsächlich, ich habe das gesehen und fand das irgendwie eher langweilig. Warum? Ich weiß nicht, ich fand die Show, ich habe das mal in Stuttgart vor Ewigkeiten gesehen und war eher so ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen. Ach was? Ja, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, warum. Und mit der habe dann diese Show, habe dann davor gesungen, habe das auch bekommen und war so, okay, dann machen wir das und bin da ganz easy hingegangen. Und dann habe ich mich richtig in dieses Stück und auch in die ganze Atmosphäre dieser Show verliebt, weil das so, das ist alles so extrem, weißt du, mit Blut saugen und und das ist alles so mit... Auch sehr sexuell teilweise. Sehr sexuell, genau. Ne, ja. Und so waren auch die Fans dann unterwegs. Die standen dann vor der am Bühneneingang, immer in Kostümen und so weiter, voll aufgedonnert und haben gesagt, beiß mich und so. Und Ich habe sogar mal einen Brief gekriegt von einem Mädel, die hat nebenan im Motel One auf mich gewartet. Sie hat gesagt... ich lass die Tür auf, das war wie so ein schlechtes Grinder-Date. Ich lass die Tür auf und du kannst kommen und alles machen mit mir, was du willst. Ist nicht dein Ernst. Also die hat da aufgebockt, auf dich gewartet. Aufgebockt, genau. Ja. Und dann habe ich aber den Brief an die Techies weitergegeben, habe gesagt, viel Spaß, seht mal zu. Und? Haben die dann Gangbang durchgebumst im Motel One? Ich habe dann abgeschaltet, habe dann gesagt, hier, viel Spaß damit. Aber interessant, weil ich habe das nämlich auch damals mitbekommen, als ich das dann online gestellt habe, die Reportage, dass halt ganz viele Fans von diesem Musical runtergepostet haben. Das muss also irgendwie eine riesen Fangemeinde haben. Und auch die haben immer so ein bisschen auch Opferpotenzial, wenn ich das mal so sagen darf. Aber da musst du jetzt wahrscheinlich dich bedeckt halten. Die sind alle super. Das war toll, als der Kevin Kühnert hier war vor 2 Wochen, da habe ich den auch immer schlimme Fragen gefragt und der hat dann immer gelogen beim Antworten, aber durch Nicken symbolisiert, er meint eigentlich das Gegenteil. Das fand ich ganz toll, da kann da keinen Strick draus gedreht bekommen. Ich sehe gerade, wir haben es ja auch schon wieder 0.33 Uhr, Hälfte der Zeit ist schon fast wieder rum. Mhm. Und du hast mir doch ein Lied zum Singen mitgebracht, du möchtest doch mir heute was vorsingen zu meinem Geburtstag, nicht wahr? Nicht wahr? Er möchte gerne was vorsingen? Ach, jetzt zier dich doch nicht so. Das Publikum muss schon was fordern hier. Ja, weil ihr wollt ja jetzt auch bestimmt mal sehen, auch zu Hause an den Screens und TV-Endgeräten, dass du halt ja wirklich eine wahnsinnig süße Singstimme hast. Wo ist denn meine Kamera hier? Svenny, wo ist denn die Kamera hier? Säule. Säule, die kleine Kamera. Also die niedrige ist für dich, denke ich mal, oder? Ja, und die hohe für die große Frau ist für mich. Ja, das habe ich schon verstanden. Und du kannst aber auch aufstehen, glaube ich. Du bist dann immer noch im Bild, weil du so klein bist. Kann das sein? Svenny? Ja, du kannst sogar aufstehen. Und was für einen Song hast du mir heute mitgebracht? Du hast dir Robbie Williams gewünscht. Ach so, stimmt. Ich weiß ja schon, was du singst. Ja. Angels natürlich. Oh, ja. Da freue ich mich. Ja, dann wird Svenny kommen. Mal gucken, ungeprobt hier. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation, let their wings unfold. And when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel
I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfalls, whenever it may take me, I know that life won't break me. When I'm feeling weak and my pain walks down a wondrous view, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, flesh to my bones, and without care, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, vielen Dank. Das ist Michael Heller. Nee, wir haben noch keine Zeit, Mann. Also das... Was hat der gerade gesagt, der Schwule in Paillette? Hoteltür offen. Das ist auch die Hoteltür offen. Gibt's hier auch Techies? Was? Gibt's hier auch Techies? Was? Techies, ja, der Sven ist ja... Stört dich nicht, ne? Dann kommt der Sven später. Da darf jeder. Der hat immer, nach der Show hat er immer Zeit. Und Lust auch. Ja, Svenny. Viel Spaß dann nachher mit dem Lars. Das ist ja auch süß, also deine Mutter und ich sind auf der gleichen Ebene, von deiner Liebe her. Fast, ja. Mich magst du mehr. Bisschen mehr, ja, natürlich. Bisschen mehr. Könnte ja auch deine Mutter sein, weil nämlich, hier hat nämlich gerade jemand im Livestream geschrieben, welches Geheimnis ewiger Jugend hat dieser Herr Heller? Gute Frage. Botox steht darunter direkt. Hast du was? Hast du schon machen lassen? Nein, du hast Mimik, ja. Das sagt man mir immer wieder. Allerdings glaube ich wirklich auch, liebe Grüße an Mama, das sind die guten Gene. Sie ist Italienerin, ich bin halber Italiener auch noch. Ach, deshalb hast du dieses Rassige. Rassige. Ja. Also ja. Gar nichts, ja? Okay. Nee, gar nichts. Das ist wirklich alles echt und bewegt dich. Aber du rauchst nicht? Ich rauche nicht. Ich trinke nur Robbie Bubble, wie du sagst. Robbie Bubble. Und viel Sport und so. Und einfach gute Gene. Ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe halt auch eigentlich sehr gute Gene, aber ich trinke halt und ich rauche und ich mache keinen Sport. Das ist halt auch dann doof, ne? Auf Dauer. Das wird sich ja jetzt alles ändern mit dem Springseil, oder? Ja, genau. Habe ich ganz vergessen schon wieder. Stimmt. Bin der jetzt Rope-Jumperin, wie heißt das? Rope-Skipperin. Rope-Skipperin. Kennst du noch, das wirst du auch kennen, weil damals in den 80er, 90ern, da gab es so ein Skip-It. Das war so ein Spielzeug für Mädchen. Ja, kenn ich. Ja, ich konnte mal so, habe ich auch mitgespielt. Hast du auch mitgespielt? Auch. Die schwulen Jungs haben schon auch in der Grundschule. Du musst Grundschule das um den Fuß immer so rum und dann genau, das hieß Skip-It, ja. Süß, du bist halt auch sehr homosexuell. Ein wenig. Ein wenig. Du hast einen Freund? Ja. Ja? Und 10 Jahre schon. Also meine Güte, wirklich sehr lange. Und seid ihr auch halt verpartnert, verheiratet irgendwas in der Richtung? Nee, noch nicht verheiratet, aber vielleicht irgendwann. Ja, muss man ja auch nicht. Der ist Engländer. Jetzt haben wir überlegt, ihn durch hier die Heirat irgendwie einzudeutschen. Aber es ist alles nicht so einfach. Wieso, was ist denn daran nicht einfach? Man muss dann trotzdem, also er wollte die doppelte Staatsbürgerschaft, ist das überhaupt spannend, keine Ahnung. Nee, eigentlich gar nicht. Er wollte die doppelte Staatsbürgerschaft behalten und das bekommen. Ja, das geht ja wegen Brexit nur noch bis zum Ende des Jahres. Oh, ja. Verstehe. Dann haben wir gedacht, heiraten wir jetzt noch schnell, dann kann er die, aber dann muss man noch 2 Jahre warten und so. Alles okay, vergiss es. Ja. Ich bin jetzt schon ausgestiegen bei der Geschichte.
Und da hast du mir gerade im Vorgespräch aber noch gesagt, dass der gerade einen Angelschein macht. Also da passt der von der Bizarrität, passt der zu dir mit deinem Seilspringen. Ihr so passt gut zusammen. Aber wir sind beide Darsteller. Du hast ihn auf der Bühne auch gesehen, doch, bei was? Den Alter Boys. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, doch, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Ach, da war der Darsteller. Ja, welcher genau denn? Der Geile? Der Geile, ja. Das war der Geile, natürlich. Wir sehen gleich noch einen Ausschnitt aus Alter Boys. Sag mal, als ob wir uns abgesprochen haben. Das ist ja unfassbar. Du hast extra hinten gesagt, lass uns nicht so viel reden, wir wollen das hier alles auf der Bühne. Ja, genau. Wir gucken noch mal kurz in die Kommentare. Und zwar die Frage. Michael alles hört sich an wie die Stöckel. Was? Liebe Grüße an Julian Stöckel. Ja, kennst du mir Julian auch Stöckel? Ja, ich kenne ihn, ja. Ja, Julian Stöckel hat eine viel schrillere, viel nervigere Stimme als du, aber ist auch ein netter Mann. Ist halt sehr viel, ist er immer, ne? Aber du hast immerhin ein Kompliment. Frau Parker ist aber dünn geworden. Ja, dazu muss ich Folgendes sagen, lieber Michael. Also erstens, ja, ich habe ein bisschen abgenommen, weil ich nicht mehr saufe. Da nimmt man wirklich viel ab. Und dann mache ich das jetzt wie Donald Trump. Und zwar, ich werde am Anfang dieser Show immer sagen, ich bin sehr, sehr dünn. Und je öfter man das wiederholt, wie bei Donald Trump, glauben einem das die Leute irgendwann. Und das klappt jetzt anscheinend schon, ja, beim ersten Mal schon. Toll. Durchfallstory, da kommen wir vielleicht später noch zu. Du weißt wahrscheinlich nicht, in meiner Show ist es eigentlich eine Tradition, dass man eine Einkackgeschichte erzählen muss. Hast du dir denn schon mal eingeschissen? Muss nicht antworten, tut mir leid. Ich glaube tatsächlich nicht, aber... Du glaubst es aber nur. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ganz früher in Büren vielleicht irgendwann mal, aber das ist in schon Büren, so lange her ja wieder. Gut, schade eigentlich. Vielleicht fällt dir noch was ein. Grab mal in den Untiefen deines süßen Gehirns. Michael ist meine Schwester. Ach, Julian Stöckel hat geschrieben. Hallo, Julian Stöckel. Ein Applaus für den Julian Stöckel. Der ist... Lieber Julian, liebe Grüße nach Hause. Du hast auch so gar nichts zu tun anscheinend, dass du diese Schrabbelshow dir nach Mitternacht angucken musst. Aber gut, ich freue mich sehr, dass du da bist. Gut. Wann kommt Jonas Hein als Gast? Kenne ich nicht. Kennst du Jonas Hein? Ja, auch ein Musical-Kollege. Oh. Ist bestimmt, ja, okay. Der ist ganz nett. Ja. Der ist ganz nett. Hast du Kontakt zu dem? Ja. Gut, du lernst schnell, merke ich gerade. Toll. So, pass auf. Untenrum auch so. Schöne Haare, untenrum auch so. Hm. Konstantin Wulle. Geht das jetzt an dich oder an mich? Wahrscheinlich an dich. Du hast sehr schöne Haare, ja. Du solltest lass dir gerade wachsen. Jetzt gerade ist so diese Zwischenlänge, das ist so echt hart. Dass man so horstig aussieht mit seiner Frisur, ne? Aber es geht eigentlich noch. Ja, viel Haarspray und dann geht das irgendwie. Ja, und dann, wo möchtest du da mal hin mit den Haaren? Also so wie du vielleicht. So wie ich, ja. Süß, da erkennt dich deine Mutter auch immer, gar nicht mehr. Nee, ich wollte immer mal meine Haare wachsen lassen, aber ich bin immer ausgestiegen, genau in dieser Phase, wo es so awkward wird irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ach nee, komm wieder kurz und so, ja. Und jetzt habe ich gedacht, lässt es einfach mal. Gut, dann mach das einfach mal und dann kommst du in einem Jahr nochmal wieder und dann präsentierst du mir deine neue Lockenmähne. Dein Pferdeschwanz. Dein Pferdeschwanz. Ach, der Witz, der geht auch nicht kaputt, ne? Nee. Ist ja, aber hier heute, ich meine, wir haben da Penisse auf der Bühne noch und nöcher. So, wir wollen aber noch ganz kurz, du bist ja Darsteller, Westside Story sehe ich Into the Woods. Das ist, glaube ich, dieser Scheißfilm, den es mal auch aus Hollywood gab, wo so Märchen zusammengemixt worden genau, sind. Genau, das war mal ein Musical und dann wurde das verfilmt. Ach so, tatsächlich. Das ist schon uralt, das Stück 80er Jahre oder sowas kam. Oder Anfang 90er, ne? Stephen Sondheim, ganz toller Komponist eigentlich. Mhm. Allerdings ein bisschen kompliziert, so nicht für den Mainstream, würde ich mal sagen. Ach so, also genau. Deswegen was für mich war ich. Scheiße. Ach so, ja. Wahrscheinlich wird es so sein, war halt zu anspruchsvoll für mich. Ja, es ist wirklich anspruchsvolle Musik, besonders auch zu singen. Ich habe das selber ein paar Mal gespielt und das ist gar nicht ohne, tatsächlich, ja. Ich muss das jetzt erstmal kurz verdauen lassen. Sven, kannst du sein Mikro einfach ausmachen? Ja? Dann rede ich nur noch mit mir selber. Da habe ich wenigstens. Also Sven. So, dann übernehmen wir mal und herzlich willkommen. Du blöde Scheißkuh, ganz ehrlich. Also unfassbar. Bitte spendet heute in den Livestream, damit wir einen neuen Techniker einsetzen können hier im BKA-Theater. Der Sven, der wurde spontan rausgeschmissen. Nein, Sven, ich bin wirklich stolz, dass ich dich haben darf, weil du bist nämlich ein ganz toller Techniker. Grease hast du gemacht. AIDA wusste ich gar nicht. Ich dachte, das sind nur Schiffe, aber es ist auch ein Musical.
Der war gut, oder? Der war richtig gut gerade. Der war nicht schlecht tatsächlich, ne? Wake Up in Dream, keine Ahnung, was das ist. Tanz der Vampire, Saturday Night Fever, Fame. Also du hast eigentlich Flashdance. Du hast alles gemacht eigentlich schon. Was ja, du, sehr viel tatsächlich, ja. Du bist jetzt wie lange im Business? Seit 2010 ungefähr. 10 Jahre jetzt. 10 Jahre, ne? Hast du gut gerechnet. Mhm. Gut, und... Tut mir leid, ich bin also... Michael, und was ich aber sehr spannend finde, weil du entwickelst dich ja sozusagen weiter von auf der Bühne hinter die Bühne, weil du bist auch Regisseur, Choreograf, bist auch eine Gesangslehrerin auch, ja? Ja, auch, ja. Was, erzähl mal, wie kam das und wie ist das so? Ja, weil ich schon mit 14 in Büren angefangen habe. Büren steckt ja, immer noch in dir, ja. Das wird der Bühren-Stream hier werden. Habe ich hier angefangen, so Leute zu unterrichten und den Seilspringen und Tanzen und so weiter beizubringen. Können wir bitte einmal eine Antwort haben ohne Seilspringen? Das fände ich ganz toll. Das ist unheimlich schwierig. Ja, gut. Aber das hab ich auch in der Zeit, wo ich jetzt auf der Bühne stand, immer vermisst. So Leuten das Seilspringen? Nee, das habe ich immer wieder eingebaut tatsächlich, ja. Aber ich habe immer vermisst, so Leuten irgendwie was beizubringen oder da mir was kreativ selber auszudenken, anstatt nur so, wenn einer sagt, geh mal dahin und sing mal da und so. Ja. Das ist viel schöner, die Leute so rumzukommandieren und sagen, geh du mal dahin und mach mal das. Oh ja, schau an. Ja, so ein bisschen, das steckt auch in mir. Das steckt auch in dir, so ein bisschen auch so das, der Macher. Der Macher. Der Macher, du bist ein Macher. Und du hast, ich habe leider, weil ich so doof bin, habe ich mir nicht aufgeschrieben, du bist ja Geschäftsführerin oder Vorsitzender oder irgendwie sowas von diesem... Offstage. Von Seilspringen, genau. Von Seilspringen. Offstage. Germany. Sag ich doch. Ja. Hab ich doch gesagt. Jetzt unterbrich mich doch nicht. Was ist das? Das ist eine Non-Profit-Organisation für Musicals? Genau. Ja? Es gibt ja in Amerika und England, da gibt es halt den Off-Broadway neben dem Broadway. Und sowas. Ach so. Das heißt, am Broadway spielen die großen Blockbuster-Dinger, Disney, König der Löwen und diese ganzen Sachen, ja. Und Tanz der Vampire ist da übrigens richtig gefloppt. Die hatten irgendwie nur so 10 Vorstellungen und dann war das einer der größten Flops der Broadway-Geschichte. Und woran kann das liegen, dass in Amerika das nicht läuft? Die haben das tatsächlich ein bisschen verändert, auch die Show. Und ich glaube, ein deutsches Musical ist da nicht so in... Ach, die haben das auf Deutsch gesungen? Nein, natürlich nicht. Also, aber so die Thematik in Amerika ist alles viel so schneller, witziger und so der Humor ist irgendwie ein bisschen so... Ja, ja. Fixer, sagen wir mal so. Und diese deutschen Musicals sind doch teilweise recht schwer und düster. Und ja, so sind wir Deutschen, ne? Auch ein bisschen spaßbefreit und langsam. Ja, das stimmt, da können die Amis nicht mit, ja. Dann gibt es auch noch den Off-Broadway, wo dann so kleine Stücke spielen, mit so kleinen Besetzungen, Kammermusicals und so und nicht so einer riesen Orchester-Band-Geschichte dahinter. Und da gibt es mega coole und lustige und intelligente Stücke auch. Und diese Kultur wollen wir hier ein bisschen in Deutschland auch fördern sozusagen, weil das gibt es in Deutschland nicht. Da gibt es nur Tanz der Vampire und König der Löwen, was ja auch wirklich super Shows sind, ohne Frage, aber gibt's hinter dem gibt es noch wesentlich mehr. Und deswswegen haben wir so einen Verein gegründet, wo auch professionelle Musical-Darsteller dann mitspielen, also ehrenamtlich sozusagen, und diese Shows, die es hier in Deutschland noch nicht gibt, so kleine Shows auch herbringen. Und da hast du Regie geführt bei Alter Boys, das war die letzte Show. Genau. Noch vor dem Lockdown, letztes Jahr irgendwann im Herbst war das, ne? Ja, genau. Im Februar haben wir es auch noch gespielt, im Tippi am Kanzleramt. Ja. Und da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit wir da mal reingucken können mit den Svenny-Mastern. Bin ich aber gespannt. Gespannt, ja. Oh. Ach, da steht der Offstage Germany, sag ich doch. Es geht um eine katholische Boyband. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Baby. Und gib uns den ultimativen RHYHMUS, damit wir heute Abend die Tanzfläche zerlegen. Ja, Alter Boys. Nice, ja. Ich war mit meiner Mutter tatsächlich dort, weil du hast mich ja eingeladen. Genau. Ich habe erst gedacht, was ist denn das bitte für eine Scheiße? Eine katholische Boyband, sag mal, spinnt der? Einer von denen sitzt sogar im Publikum. Nein! Ja, der Tom. Tom, wo bist du? Zeige dich.
Ach da. Ich wusste gar nicht, dass er kommt. Dann gerade beim Vorbeigehen habe ich. Bist du da jetzt auch in dem Video drin gewesen gerade? Er war der jüdische Charakter in der katholischen Boyband. Ja, ich kann mich da wieder nicht dran erinnern. Ich war wieder betrunken. Also von daher, ich kann mich an die Handlung auch gar nicht mehr erinnern. Aber es hat sehr viel Freude gemacht. Hallo. Umreiße ganz kurz. Ganz kurz, in drei Sätzen, worum geht es in dem Musical? In drei Sätzen. Gut, in drei. Das fragst du mich jetzt, ja. Ja. Es geht um eine katholische Boyband, die versucht, das Publikum von ihren Sünden zu befreien und das auf Null zu bringen sozusagen. Die haben eine Maschine, die heißt der Soul Sensor. Stimmt, und der misst, wie viel schmutzige Seelen im Publikum, heute werden das wahrscheinlich sehr viele, also was da hier in der ersten Reihe zumindest. Ja, die vier, ne? Die sind mega versaut. Also die ganz würde nie auf Null gehen, die Zahl, sondern vier würde immer stehen bleiben. Ja, das Stück gab es schon vorher, das hast du dir jetzt nicht ausgedacht. Nee, das kommt aus Amerika, ne? Das habe ich sogar vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren am Off-Broadway damals gesehen. Meine Güte. Und dann waren wir die Ersten, die das in Deutschland gemacht haben. Und es war ein Riesenerfolg, wir sind damit rumgetourt in Hamburg, in München im Deutschen Theater. Und in der Bar Jeder Vernunft hier in Berlin und auch im Tippi. Ja. Und tretet ihr nochmal auf? Gibt es überhaupt, gibt es jetzt irgendwie eigentlich Pläne? Lockdown, Corona, Covid-19, Sperrstunde, erzähl mir. Wie sieht's aus jetzt? Was machst du das nächste halbe Jahr? Ich probe tatsächlich gerade für eine neue Show, die ich auch für die Bar Jeder Vernunft da konzipiert habe und auch Regie und Choreo und so weiter gemacht habe. Und da geht es um die Musik von Frankie Valli. Ich weiß nicht, ob jemand Frankie Valli kennt hier im Publikum. Wahrscheinlich keiner. Aber doch, Margot Schlönske kennt den bestimmt, weil die ist nämlich vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Die kennt alle Komponisten. Aber ihr kennt alle die Lieder von Frankie Valli und das ist unser Aufhänger von der Show. Man kennt wirklich fast jedes Lied aus dieser Show. Dann singen wir mal eins von dem. I love you, baby. Ja, kenne ich. Na, 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 na. Begging you. Ja, kenne ich auch. Put your love in, sway, sway, just a little bit longer. Ja, why don't you stay? Wie, aber warte mal. Bye, bye, baby. Ja, ist ja gut jetzt. Ich hab's jetzt verstanden. Danke. Und 50 andere Lieder, 50 die wir alle kennen, die original von Frankie Valli waren. Und dann wurden die aber von anderen Leuten teilweise gecovert und auch von denen berühmt, besonders hier in Europa. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also, der hat die alle selber performt und dann wurde genau, der gecovert. Genau, in den 50er, 60er Jahre. Interessant. Ne? Und man kennt wirklich fast jeden Song, den wir da drin haben. Ist Wahnsinn. The sun ain't gonna shine. Ja, es reicht jetzt mit deiner Singerei. Wir müssen doch noch weiterkommen. Also kommt alle, das machen wir im März nächsten Jahres. Ja? Wir sollten eigentlich diesen März schon machen, aber das wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Ach, so eine Scheiße. So, ja, wir hoffen, dass das natürlich funktioniert. Und gerade im Moment proben wir dafür, weil wir natürlich alle Zeit haben und so. Alle Zeit. Deshalb sitzt ihr heute auch hier bei mir. Auf dieser. Das ist einfach so nichts toll. Besseres zu tun. Ja? Das ist so toll, liebe ZuschauerInnen mit Gender Gap. Seitdem dieser Lockdown ist, alle kommen in meine Show, weil die nichts zu tun haben. Das finde ich wahnsinnig praktisch. Die stehen Schlange bei mir momentan. Und mein Mann sagt ja immer, wenn man bei mir in der Show war, das ist der absolute Tiefpunkt der eigenen Karriere und danach kann es nur noch besser werden. Joy, joy, joy. Ja, also es besteht Hoffnung für dich auch und das noch. Das Internet vergisst nichts. Das Internet vergisst nichts. Das wird es für ewig da bleiben. So. Wir gucken nochmal in die Kommentare rein. Es prasseln so viele Kommentare hier rein. Das ist schon ist Oktober, verkleidet sich der Sekt als Rotkäppchen. Oh, ein guter Witz. Mhm. Wenn schon keine Durchfallgeschichte, dann wenigstens eine Sexunfallgeschichte, bitte. Dote Five. Was ist denn das? Do the Five. Dote, was? Durchfall. Wie Durchfall heißt auf Englisch Dote Five? Nein. Das war bestimmt irgendein Emoji oder so. Also, die Show sieht aus, als würden sich alle gegenseitig vögeln. Welche Show? Unsere? Ach so, wahrscheinlich die Alter Boys. Ach ja, genau. Sind die eigentlich alle homosexuell, die Darsteller? Nee, in deiner? Nein? Nee, zwei von denen waren nicht homosexuell. Sind die danach dann... Wahnsinn. Gut, na gut, es sind aber viele Schwule schon im Musical-Business, oder? Ja, doch. Und die nicht schwul sind, die haben wirklich... Das fällt für sich da. Es gibt ja sehr viele Frauen beim Musical. Ja, und, ja. Und die ficken sich da durch die Garderobe wahrscheinlich. Ja, wirklich. Ne? Wirklich? Ja, es gibt immer Riesendramen. Du kannst wirklich darauf wetten, dass wenn du in einer Produktion bist, dass es irgend so ein Hedendrama gibt, ja? Mit mehreren Involvierten, ja? Das ist so. Ach so, die ficken alle untereinander. Untereinander, ganz ekelhaft, ja. Ja, wie und ihr Schwulis fickt nicht untereinander? Nein. Ha ha ha.
Also da muss ich wirklich sagen, man merkt halt, dass du Bühnenerfahren bist. Du lernst wirklich sehr schnell meine Skills. Ja? Du lässt dich ja gut von mir anleiten. Das gefällt mir sehr gut. Hast du dir seit Corona keine neue Hose mehr kaufen können, Michi? Ach so, wegen der Löcher. Ich hatte tatsächlich noch eine andere im Petto, aber... Nö, ich finde ja, also, wenn man Knie hat, kann man auch Knie zeigen. Richtig. Und du hast ja zwei davon. Das Publikum ist heute sehr laut. Blick an den schwulen Tisch mit Paillette. Schweigefuchs. Weiter geht's. Gibt es lustige oder peinliche Bühnenstories? Ach, das gibt's jedes Mal. Ja, aber was ist dein Horrorerlebnis? Mein Horrorerlebnis, als ich mal bei Grease in dem Wettbewerb, wo ich gewinnen sollte, mit einer Tanzpartnerin, die irgendwie so in der Luft hatte und dann unter ihr einfach so zusammengebrochen und sie voll auf mich drauf. In der Vorstellung? In der Nummer, ja. Oh und Gott. Danach wurde gesagt, und der erste Preis geht an und wir lagen da auf dem Boden wie so zwei Robben. Es war wirklich so Tiefpunkt, ja. Aber ist hier da was passiert, euch beiden? Und was nee, ich habe sie echt ganz glatt runtergelassen. Und wir waren beide so, dann, aber wir wussten dann nicht mehr, wie es weiterging. Das war dann so Blackout-Moment. Ja, verstehe. Ja, Mensch, passiert. Passiert, ja. Wie datet man am besten einen Musical-Darsteller? Ah, da möchte es jemand interessiert an dir. Oh. Julian Robbel. Julian Robbel möchte... Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Musical-Darsteller sind ja keine Stars. Das ist ja so ein Vorteil. Stimmt, ihr seid wahnsinnig unprominent. Man ist auf der Bühne dann so für den Moment der Show irgendwie ein Idol für einige und dann an den Bühneneingang vielleicht auch noch. Aber dann geht man um die Ecke da zum Kurfürstendamm und wird wieder vom nächsten Penner angefurzt und ist so ganz normal in der U-Bahn. Ja? Ach, du lässt dich anfurzen? Ja, richtig, immer. Ach, das ist ja interessant. Erzähl mir mehr darüber. Ja. Nach dem Livestream. Erzählst du mir über deine Fetische. Da freue ich mich. Hat Michi einen Wikipedia-Artikel? Fragt Patrick Refiniel Giorno. Schöner Name. Du hast keinen Wikipedia-Artikel. Weiß ich gar nicht so genau. Du hast eben gesagt nicht, ne? Nee, ich hab verzweifelt. Du hast aber auch keinen, ne? Ich habe auch keinen. Bitte streue Salz in die Wunde. Ich kann es dir gerne noch mal erzählen, auch für alle, die es noch nicht wissen, jetzt die Geschichte wahnsinnig gerne. Ich habe schon zweimal einen Wikipedia-Artikel über mich selbst geschrieben und der wurde zweimal wegen Irrelevanz gelöscht vom Wikipedia-Autorenteam. Und das Schlimme ist ja, dass man ja auch dann die Diskussion der verschiedenen Autoren, Autorinnen sehen kann, wie sie miteinander besprechen, ob man gelöscht wird oder nicht. Und das ist wirklich wahnsinnig, das ist verletzend. Also da bricht man heulend zusammen vom Rechner, wenn man liest, wie irrelevant und unwichtig man ist. So. Ja, meine Güte. Ich weine mich heute Abend wieder in den Schlaf. Irgendeine spontane Musical-Einlage möglich. Ja, wir haben ja noch ein Duett vorbereitet. Auch ja, noch. Haben wir. Also jetzt nichts aus dem... Ist das ein Musical? Natürlich ist das ein Musical, da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. Tanz der Vampire. Hab schon wieder vergessen. Ach so, ja. Das Tanz der... Ach stimmt, das war von Tanz der Vampire. Du, ich höre dir ja gar nicht zu. Ich tue immer nur so und nicke die ganze Zeit. Nee, wir haben einen Karaoke-Song vorbereitet. Und da hast du gesagt, warum sollen wir den singen? Weil du nicht singen kannst und nur ein Wort die behalten genau. kannst. Genau, ja? Toll, okay. Freue ich mich. Ich gehe mal kurz in den Browser. Ich hoffe, ich... Oh. Sei froh, dass das jetzt gekommen ist Schmidt und nicht was anderes. Das, Svenny, du guckst gerne privat Schmiteinander-Aufnahmen auf YouTube. Gut, da sind die auch immer nackt. So, jetzt mache ich hier mal Tanz der Vampire. Und dann, wie heißt der Song? Totale Finsternis, ist dann das zweite schon. Totale Finsternis. Oh. Warte mal, ich habe mich verschrieben. Totale Finsternis. Oh, guck mal, ist gleich hier. Das erste, passt das? Ich glaube. Ja. So, wir kaufen erstmal natürlich noch Adobe-Produkte, liebe Zuschauer. Illustrator ist ein ganz, ganz tolles Programm. Oh. Okay. Also du singst den Krolok, ja, den Grafen. Ach ja, da muss ich jetzt gruselig sein. Du musst gruselig sein. Ja, du hast lange Zeit, das vorzubereiten. Wie lange dauert das denn? So lange kann ich gar nicht gruselig sein. Ich glaube, das ist die Ouvertüre. Die Ouvertüre.
Kann ich noch mal kurz einen Schluck Sekt trinken? Hälfte haben wir geschafft. Wie so ein Ladebalken damals, als das Internet noch ISDN war. Habe ich echt eine tolle Version rausgesucht. Aber jetzt ist es umso spannender jetzt. Jetzt geht's langsam los, ne? Oh Gott, ich kann das gar nicht. Jetzt, du fängst an, ne? Manchmal in der Nacht fühle ich mich einsam und traurig, doch ich weiß nicht, was mir fehlt. Wie ist verfallen? Manchmal in der Nacht habe ich fantastische Träume. Aber wenn ich aufwach, quält mich die Angst. Sei bereit. Manchmal in der Nacht lieg ich im Dunkeln und warte. Doch worauf ich warte, ist mir nicht klar. Sei bereit. Manchmal in der Nacht spüre ich die unwiderstehliche Versuchung einer dunklen Gefahr. Sei bereit. Sternkind, ich höre eine Stimme, Sternkin, die mich ruft. Guck. Sei bereit, Sternkind. Ich kann eine Stimme hören. Sei bereit. Manchmal in der Nacht fühle ich die Macht eines Zaubers, der mich unsichtbar berührt. Du singst aber auch richtig beschissen. Manchmal in der Nacht bin ich so hilflos und blinde. Mir kam einer, der mich führt und beschützt. Sei bereit. Manchmal in der Nacht kann das Publikum bestimmt besser als du. Nie mehr warte, ich will endlich eine Frau sein und frei. Sei bereit. Manchmal in der Nacht möchte ich Verbotenes erleben. Und die Folgen sind mir ganz dein allein. Sei bereit, Sternkind. Ich höre eine Stimme, die mich ruft. Sei bereit, Sternkind. Ich spüre eine Sehnsucht, die mich sucht. Geht zusammen. Sich verlieren heißt sich befreien. Du wirst dich in mir erkennen. Ich bin sicher, ja. Was du erträumst, wird Wahrheit sein. Nichts und niemand kann uns trennen. Tauch mit mir in die Dunkelheit ein. Ich kann die Melodie gar nicht. Abgrund und Schein verbrennen wir die Zweifel und vergessen die Zeit. Ich will dich all meinen Schatten und Ratigkeit. Ich wusste nicht, dass ich da auch singen muss. Das haben wir nicht besprochen. Also von mir wirklich etwas süß. Mein Herz ist Dynamit, das einen Funken erzählt. Ich bin zum Leben erwacht. Die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Ich hasse mein Leben. Die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Und jetzt regeln wir noch 10 Minuten weiter, ja? Wir wollen aber nicht noch 10 Minuten weiter singen. Vielleicht kommt der pinke Balken wieder. Wir regeln uns ein Meer von Gefühl und kein Nein. Toll! Toll! Wow. Also. So, jetzt sag doch mal, hätte ich Chance als Musical-Darstellerin? Ja. Ich wusste, dass du so antwortest. Du blöde Kuh, ey, ganz ehrlich. Vielleicht aber auch eine Vorlage. Eine Vorlage, mein Schatz. So, ist dir jetzt noch eine Durchfallgeschichte eingefallen oder nee, muss ich jetzt nicht so tatsächlich richtig. Gar nicht gut? Ich habe heute auch keine. Das muss ich auch. Das ist wahrscheinlich. Ist wahnsinnig. Das Tradition? Haben alle immer so eine Durchfallgeschichte? Naja, nie. Also ich erzähle ja eigentlich immer nur Durchfallgeschichten, okay. Aber ich habe schon alle erzählt. Nein. Das ist noch der Krolog in mir gerade. Also. Ich kann richtig streng sein, wenn ja, ich möchte. Ja, ich merke ne? das. Ich habe gerade einen inneren Pflaumensturz. Nee, das ich muss kurz hochfahren wieder. Das ist gar keine Tradition, aber meine Gäste im Internet haben das zur Tradition gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum, weil so spannend sind Durchfallgeschichten jetzt auch nicht. Und ich finde es auch ein bisschen niveaulos, muss ich sagen. Aber es passt zu mir. So, nee. Also, vielleicht können wir werden einfach jetzt danach ein Profil bei OnlyFans einrichten, wir beide. Oh ja, und da erzählen wir unsere Durchfallgeschichten für 9,99 Euro im Monat, ja? Mhm. Machst du mit mir zusammen. Bin ich dabei, definitiv. Freue ich mich. Hat es dir denn bei mir gefallen? Ja.
Ach so, also war aber doppelte Verjahung. Ja, ja. Ja, also, das ist ja ja, nee, wann geht es? Aber das ist ja dann gelogen, ja. Dann ist so. Ja, hat nee. Hat dir gefallen? Nein, das war ja? Wirklich super. Ja, ach, süß. Wir haben das ja auch schon jetzt seit, keine Ahnung, 3 Jahren reden wir immer mal wieder darüber, dass wir das machen. Ja, das stimmt. Und es hat immer ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir uns ja auch, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich dich eingeladen habe. Aber gut, so ist das in meinem Leben. Schön, du lädst mich zu deinem Musical ein. Vielleicht hast du noch, vielleicht können wir auch noch 2 Freitickets dann später verlosen. Das können wir gerne machen. Ja, ja? Wie machen wir das genau? Weiß ich auch noch nicht so genau. Ich will mir was ausdenken. Schreibt mir bei Instagram oder genau. So. Genau, ja, Musical Michi, der Name, den er nicht mehr haben möchte, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Nach wie vor, ihr könnt ihr gerne im Livestream noch ein Corona-Antivirus-Ticket käuflich erwerben, um dieses wunderbare Theater und diese wunderbare Künstlerin zu unterstützen hier. Und ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass es heute sehr apart mit dir war. Vielen Dank auch an das Publikum hier im BKA-Theater. Ein Applaus für euch auch nochmal. Und die nächste Show ist am 7. November. Oh Gott, ich habe mir ein Datum gemerkt. Bin ich wow. Gut heute, oder? Am 7. November. Und da werden zu Gast sein 2 Kandidaten von der aktuellen Prinz Charming Staffel, die auf Vox läuft. Ja, da freuen sich die Homosexuellen wieder. Kennst du Prinz Charming? Und der erste Prinz Charming, der war mal ein Riesenfan von mir. Der war ein Riesenfan von dir. Du Tanz der Vampire-Zeiten, ja. Siehst du, das ist nämlich ein Opfer. Ich wusste, dass das ein Opfer ist, ja. Allerdings war das super. Er hat bei Tommy Hilfiger gearbeitet und da habe ich 50% auf alles gekriegt. Oh, das ist ja gut, das ja. Nimmt man mit, ne? Das nimmt man mit, du kleines Schlauköpfchen. Knick, knack. So, kannst du mich bitte meine Abmoderation jetzt nicht nochmal unterbrechen? Kann Vielen ich meine Dank. Beste Freundin Katrin noch grüßen? Die hat heute Geburtstag. Alles Gute. So, vielleicht noch einen Gruß an Tante und Onkel aus Bürden. Büren. Büren hinter Fotzingen. So. Sag mal, was habe ich für respektloses Publikum heute wieder? Abmoderation, Jurassica, Abmoderation. Am 7.11. 2 Kandidaten von Prinz Charming, und zwar meine gute Transenkollegin Charlotte Crackhaus, die aber da als Boy auftritt, und den Lauritz, das ist so ein... Oh. Kennt ihr den oder was? Wer hat mit dem schon gefickt? Felix. Also Lauritz, falls du zuschaust, der Felix ist auch dann nicht. Die sind alle wieder im Publikum, such dir nächste Mal ein. Jetzt, ich mache eine Abmoderation, verdammt nochmal. Das ist die längste Abmoderation in meiner Showgeschichte, ganz ehrlich. Was ist? Aber... Es ist ja alles gesagt, ich beiße jetzt noch in die Eichel und dann sage ich schön und bis zum 7.11. eure Jurassica Parker.